Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Endlich ist es soweit. In diesem Part werden wir unterwegs sein mit Fuegro. Rote Fuegro, ein Riese ringt sich durch. Na endlich, ich freue mich so sehr darüber. Endlich können wir mit Fuegro durchsmashen. Ich meine, ich habe ja schon einige Male mit Fuegro gesmashed gehabt. Jedes Mal, wenn uns neue Herausforderer angegriffen hatten und ich sie im ersten Kampf nicht besiegen konnte. Und ich habe nur gute Erfahrungen mit Fuegro gesammelt. Nice, nice, nice. Okay, Dark Lariat, Alolan Whip, Kreuzhieb, Vergeltung und die Ultra Smash Attacke heißt Hyper Dark Crusher X, schnellt Flammen vor und malträtiert ein Ziel in einem Schlag- und Schmetterinferno. Die Schlussexplosion erfasst auch mehrere Gegner. Interessant. Also da waren auf jeden Fall so einige Wörter, die benutze ich nicht so oft. Aber hat auf jeden Fall gut hingehauen mit dem Vorlesen. Nice. So, diese Attacke liebe ich mit Fuegro, diese hier. Wartet mal, ich zeige euch die mal kurz. Diese hier. Oh, die ist so böse, ey. Die ist so böse. Aber Bowser sollte ihn nicht unterschätzen. Das ist ja auch so ein Brocken, ne? Hammer. So, Fuegro hat aber noch coolere Moves. Das ist nicht die einzige coole Attacke, die Fuegro drauf hat. Oh, was war denn da los? Jetzt. Ja, sehr schön, sehr schön. Hä, wie ist er denn da hochgekommen? Das lag am Fuegro-Schlag. Böse, oder? Was der so drauf hat. Das Fuegro. Das war's dann mit Bowserlein. Am meisten freue ich mich auf den letzten Kampf. Ich wünsche mir so sehr, dass ich so wie im letzten Part gegen die Meisterhand und gegen die Crazy Hand mit Fuegro ganz alleine kämpfen kann. Im letzten Part war ich ja mit Melinda unterwegs. Und Melinda, ja, das war ein bisschen schwierig mit dir. Beide Hände sofort zu besiegen. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, aber am Ende des Tages hat es hingehauen. Deswegen sind wir jetzt hier am Start. Oh, das war schon. Aber ich finde das cool, dass wir schon wieder auf dieser Arena waren. Ist das bei Fuegro so eine besondere Angelegenheit, dass die Arena immer gleich bleibt? Dann bin ich dabei. Ich meine, Ryu hat ja auch so eine besondere, eine Besonderheit gehabt, genau. Ryu hatte Kraftpunkte und seine Gegner auch. So wie ein Street Fighter. Okay. So. Oh, ich dachte schon, dass ich gerade gegen King K. Rool spiele. Komm her. Komm her. So, der grüne Panzer hat Roy nicht erwischt. Nicht so schlimm. Wo bin ich? Da bin ich. So. Nochmal. Dreh dich um, Fuegro. Okay. Mhm. Ah, ich mache gerade ein paar Sachen falsch. Jetzt. Nice. So. Nee. Oh nee, was machst du denn, Fuegro? Ah nee. Ich habe aber Roy noch erwischt. Ah nee, da war ein blöder Fail. Aber ich habe Roy erwischt. Noch unten in der Luft. Ich dachte, ich versuch's noch. Ah nee, das war eben gerade ein bisschen blöd. Ich habe da ein bisschen falsch gedrückt. Ich habe einfach gedrückt. Und dann ist sowas passiert. Mist. Na, unnötige Niederlage. Unnötige Niederlage. Richtig unnötig. Aber gut, wir haben wieder die 6. Stufe erreicht. Aber was heißt wieder? Wir haben die 6. Stufe erreicht. Gut, dann hoffe ich einfach drauf, dass ich hier ein bisschen besser kämpfen werde. Okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Diese Attacke, die ist zwar geil, aber hier auf so einer Arena ist das ein bisschen gefährlich. Es sei denn, ich stelle mich hier hin, ein bisschen weiter nach links. Ja, dann geht das. Nicht in der Mitte stehen bleiben, weil dann fliegt man höchstwahrscheinlich raus. Ach, das war mein Fehler. Ja, gut zu wissen. Aber jetzt wollte ich schon wieder fast wieder dieselbe Attacke einsetzen. Ey, hör mal auf damit. Ja, nach links, genau. Nicht nach rechts, sonst bist du weg vom Fenster. Ah, der Beat von King K. Rool. Okay. Nein. Komm her. Komm her. Komm. Ja, yeah, sehr schön. Nochmal. Die Attacke ist ja richtig cool. Komm her, komm her, komm her. Komm rein. Ja, sehr schön. Die Attacke ist echt schön. Oh, zweimal blauer Panzer. Einer reicht eigentlich aus. Nein, nein, komm her. So, noch einmal. Nochmal. Nein, für mich sieht das nicht gut aus gerade. Sehr schön. Wo ist der blaue Panzer? Der ist jetzt leider weg. Den Stern nehme ich und... Ja, sehr schön. Ich habe ihn noch knapp erwischt. Was für ein Kampf. Aber gut, jetzt habe ich das begriffen mit dieser Attacke. Die ist auf jeden Fall super. Aber man muss
darauf achten, unter welchen Umständen man sich befindet. Sonst kann man schnell ins Ausgehen. Und das will man ja nicht. Da, Donkey Kong, ich kann das auch. Boah, böse. So, die Bombe nehme ich mit. Weg, weg. Nicht, dass sie in meiner Hand explodiert. Yeah. Böse, böse. Yeah, nochmal. Hier, Bananenschale für dich. Donkey Kong ist ausgerutscht. Oh, aufpassen. Jetzt. Da war die Chance. Jetzt vielleicht. Ja, nee, das war ein bisschen falsch berechnet. Wartet mal, ich warte einfach auf den Moment. Jetzt zum Beispiel. Ja, super, genau. Das war wiederum besser einkalkuliert. Nice. Yeah, wieder die 6. Stufe erreicht. Fuegro, aber in lila. Oh, das wird ein heißer Kampf. Beide Kämpfer sind am Brennen. Upsa. Hey, die Attacke wollte ich einsetzen. Oh, oh, oh. Ja, das ist aber gerade voll gut, gegen ein Fuegro, mit einem Fuegro zu kämpfen, weil dieses Fuegro erinnert mich gerade daran, was für Attacken ich auch mal einsetzen könnte. Yeah, ich bin jetzt Titan-Fuegro. Hammer. Komm, jetzt hoch. Sehr schön. Nochmal. Nochmal. Oh. Fuegro, also das gegnerische Fuegro hat dieselbe Attacke eingesetzt. Nein, nein, nein. Okay, auf. Sehr schön. Oh, Boomerang, nehme ich mal kurz. Ja, sehr schön. Gut getroffen. Nochmal. Nein, nein, weg mit dem Pilz. Sehr schön, nochmal. 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 Powerblock. Ah, falsche Richtung. Sehr schön, ich habe mich gerettet. Nochmal Fuego. Boah, super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Schlag hat auf jeden Fall gesessen. 129% auf dem Tacho und noch irgendwas. War auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit. 0,4. Bonusspiel. Ach was. Wir haben schon das Bonusspiel erreicht. Ja, Fuego, nice. Ich denke, wenn ich mich ein bisschen besser angestellt hätte, wäre der Part sogar ein bisschen kürzer. Ist jetzt nicht so, dass ich das extra so gemacht habe, damit der Part lang wird. Nein, Quatsch. Darum geht's mir nicht. Es gibt gewisse Parts. Oder LP-Parts. Ja. Es reicht total aus, wenn man 10, 15 Minuten lang was dazu aufnimmt. Dann gibt es wiederum andere Parts. Die sind mindestens immer so 20, 25 Minuten lang. Zum Beispiel die Pokémon-LPs oder die anderen Mario-Spiele-Parts. Da lohnt sich das. Weil in den Spielen hat man auf jeden Fall immer wieder was zu tun, beziehungsweise viel zu tun. Ganz besonders, wenn man diese Spiele auch zu 100% durchspielt. Ne? Da muss man hin und wieder mal in gewissen Bereichen mehr Erkundungen anstellen, damit man vielleicht versteckte Items oder versteckte Räume finden kann. Und wenn man dann so ein 100%iges Let's Play macht, das bedeutet dann, dass man alles, was man machen kann, macht, ist das schon ziemlich angebracht, dass man 20, 25 minütige Videos aufnimmt. Oder gerne auch mal ein bisschen länger. Hin und wieder gibt es auch Zuschauer, die wünschen sich 40, 50 minütige Videos. Ja, nach der Schule reinziehen oder am Abend kurz vor dem Einschlafen so ein Video reinziehen, zuhören, gucken, was so geschieht. Macht auch mega Spaß. Boah, pass auf. Wie sind wir mit Fayuzza am Start? Ja, das hätte. Also, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, dass wir hier gegen Meisterhand und Crazy Hand kämpfen werden. Aber ich bin mit Fayuzza hier am Start. Nein. Nein. Mist. Mist. Da habe ich mich gefreut und habe mich so schlecht angestellt. Weil da war ja die Melinda viel besser unterwegs. Boah. Komm, 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 komm. Ich kümmere mich noch hier um diese Hand. Oh, die ist jetzt auch flach. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Fuego, rette dich. Quajutsu macht sein Ding. Super, Quajutsu. Und das war's mit der Crazy Hand. Ich kümmere mich schnell hier um die Meisterhand. Und das war's dann auch mit der Meisterhand. Boah, wie schön das aussieht. Fuego und Quajutsu zusammen. Wow. Nice, Leute. Das war's dann mit dem klassischen Modus. Ich meine, wir haben jetzt mit jedem Charakter gespielt, den man auch ohne jetzt zu bezahlen erhalten konnte. Es werden sicherlich noch irgendwann mal extra Parts vielleicht kommen.
in denen ich mit den kostenpflichtigen Charakteren unterwegs sein werde. Nice, das war's dann wirklich. Ihr wisst Bescheid. Ab dem nächsten Part geht's dann weiter mit dem Geistmodus. Ui, was für ein cooles Bild. Das ist aber ein richtig cooles Bild. Eins der besten Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe hier in diesem Spiel. Hammer, hat mir echt gefallen. Pueco, Kämpfergeist, mal gucken, ob uns jetzt irgendetwas angezeigt wird, weil wir jetzt mit jedem Charakter im klassischen Modus unterwegs waren. Als ich neulich 100 Kämpfe bestritten hatte, wurde mir das auch einmal so angezeigt. Chronologie, alle Routen im klassischen Modus gemeistert. Nice! Das war auch der Plan. So, schaut euch das mal an. Jeder Charakter hat eine Medaille. Wir können uns vom klassischen Modus erstmal verabschieden. Im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Geistmodus. Geister. Okay Leute, danke fürs dabei sein und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi Leute.